Also das Fahren fühlt sich jetzt schon ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich noch, dass ich noch daheim wieder ankomme hier. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Schottland. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Kilmarnock Strathire und will da mal an den Fluss rangehen und ein kleines Video über den Bruch, der da aufgebaut wurde, machen. Was ein Bruch ist und aus welcher Zeit diese Bruch stammen, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei! Auf dem Weg von Kilmarnock in Richtung Strathire ist rechts ein Parkplatz angeschrieben. Und da wollte ich schon die ganze Zeit mal hochfahren und jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Und ja, bin jetzt hier echt überrascht über diesen schönen Parkplatz. Hier hat man so eine Picknick-Area. Sehr schön umrandet mit dem ganzen, das ist das Wiesenröschen, glaube ich. Und hier ein bisschen was von dem Wiesenbärenklau. Da drüben ist auch noch mal eine Picknick-Area. Das ist total nett eigentlich, ne? Barbecue hier. Und hier ist der Ausgangspunkt für die Falls of Leni. Die Falls of Leni sind so ein kleiner Wasserfall an der Straße entlang. Das heißt klein, so mittlerer würde ich sagen. Aber es ist kein hoher Wasserfall, es ist relativ flach. Ich zeige hier mal das Schild. Hier ist da die Straße Richtung Strathire von Kalanda aus. Und das ist hier der Parkplatz. Ich habe hier drin geparkt. Aber die Falls of Leni, die sind dann da unten. Hier irgendwo. Vorne in die Richtung. So, schauen wir doch mal, was da ist. Da hinten rauscht es schon. Oh ja, hier ist es ja echt schön. Aber auch ein Klon ein bisschen. Schauen wir mal. Hier geht es ein Stück hoch. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto. Ich habe nämlich die Kameraausrüstung. Habe ich nämlich einfach so offensichtlich auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Und das lädt ja natürlich auch mal ein bisschen ein. Und ja, deswegen gehe ich da lieber mal runter. War jetzt ja nicht vorbereitet hier auf den kleinen Exkurs. Da steht das Auto. Und da geht es noch einen kleinen Weg hoch und ich komme von da. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz da hoch, was da so ist. Es ist hier mit Holzen. Ich bin hier auf dem Holzweg sozusagen. Da sind so Holzbalken drin eingelassen. Aber das ist schon lange her. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich da hochgehen kann, ohne dass ich da zu viel durch den Matsch warten muss oder so. Es hat ja die ganze Zeit jetzt geregnet. Also, wie ich das hier sehe, ist das hier eine Camping Permit Area. Wie man sieht, ja, Camping Permit Area. Also letztendlich ist es das gleiche, was halt Richtung Kilmarnock geht, diese Trossachs Camping
dieser Campingbereich, wo man eine Erlaubnis braucht, um zu campen. Sehr erfreulich ist, dass hier ganz viele Himbeeren wachsen. Insgesamt ist nicht nur an dem Platz hier und Brombeeren auch. Und die Brombeeren, die werden dann, denke ich, gegen Ende des Monats reif, wenn wir wahrscheinlich in Deutschland sind. Ein paar haben wir schon gegessen. Ein paar frühreife Brombeeren. Aber die Masse verpassen wir dann wahrscheinlich. Das Gute ist, auch in Deutschland gibt es Brombeeren. Okay, jetzt geht's weiter Richtung Strathyre. Ich bin jetzt in Strathyre angekommen und habe hier am Parkplatz neben dem Broch Café geparkt. Es gibt einen Parkplatz direkt am Broch Café sozusagen. Da darf man aber nicht parken, wenn man da nicht hingeht. Und einen daneben, auf dem ich jetzt stehe, ist aber jetzt sowieso besser, weil ich den Weg nach hinten gehe sozusagen. Direkt zum Fluss runter. Ich habe jetzt mal die Kamera wechseln müssen. Leider muss ich auch das kamerainterne Mikrofon benutzen, weil mein anderes Mikrofon jetzt eine leere Batterie hat. Wundert mich zwar, warum die jetzt zusammengebrochen sind, denn das letzte Mal war eigentlich noch genug drin, aber gut. Ja, Memo für mich, immer Zusatzbatterien mitnehmen. Also, ich bin jetzt hier an dem Dunlupnaik-Broch-Projekt. Das ist hier ein Broch. Und dieser Broch wurde künstlich nachgebaut nach dem alten Vorbild. Es ist allerdings kein ganzer Broch, sondern mehr so ein kleines Stückchen davon. Hier gibt es allerdings ein Schild und das zeige ich euch jetzt mal. Also hier, das Wort Broch kommt von dem nordischen Wort Burg. Bedeutet Castle, also bedeutet Burg oder Festung. Und hier Dunlupnaik, das ist ein Teil eines Brochs sozusagen. Man sieht hier unten ist der Eingang und dann gibt es ein paar Mauern und dann würde das normalerweise ziemlich nach oben gebaut werden, aber das haben sie sich hier gespart oder konnten oder durften nicht weitermachen. Und jetzt hat man hier sozusagen den Eingang zu dem Broch, aber eben halt auch nicht mehr. Ich gehe da außen rum. So sieht es hier aus und hier sieht man dann, wie das von innen ausgesehen hat oder ausgesehen haben könnte. Ne? Das ist jetzt einfach, man kann, wenn man den Bereich sich so anschaut, dann ist das so ein, vielleicht so ein Sechstel oder so ein Achtel von diesem ganzen Bereich. Man sieht hier diese Steinvorsprünge hier und diese Steinvorsprünge hier waren dann die Fundamente für diese Holzbalken nach oben. Und dadurch, dass das mehrgängig war in den ganzen Bereichen, hat man da einmal eine Isolierung gehabt und konnte da wie so ein Treppenhaus außen rumlaufen. Also man muss sich vorstellen, dass der ganze Bereich hier so komplett außen rum gehen würde, da wo ich jetzt stehe. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Jetzt zeige ich hier nochmal das, was ich gemeint hatte. Das sind diese Fundamente hier. Man hat dann eben nur so ein ganz kleines Stückchen. Das ganze Teil ist rund. Und das baut dann da oben drauf auf. Hier gibt es den Don Carlo Way auf der Isle of Lewis. Soviel ich weiß. Ja, Lewis. Da sieht man mal, das ist einer, der eben noch einigermaßen steht. Und das ist das Vorbild davon. Hier steht ein kompletter Broch, ist 12 bis 15 Meter hoch und hat circa 3 Jahre gedauert, den aufzubauen und braucht 2500 Tonnen Steine. Und die wurden in der mittleren Eisenzeit zwischen 400 vor Christus und 150 nach Christus gebaut. Da steht auch, dass sie nur in Schottland gebaut wurden. Dazu gibt es auch etliche Informationen, war leider noch nicht persönlich dort. Aber man findet auch im Internet ein paar Bilder über die Brochs und ja, wie man da drin dann leben konnte. Der Platz hier ist aber auch ansonsten recht interessant. Da ist eine sehr schöne Hängebrücke
Und ja, da gehe ich jetzt mal drüber und nehme euch mit. Die Brücke ist auch richtig wackelig, aber dadurch macht es ja umso mehr Spaß, da drüber zu laufen. Und hier hat man dann die Aussicht auf so einen kleinen Strandteil, wo man an wärmeren Tagen oder wenn man kaltes Wasser mag, auch einfach baden kann. Da gehe ich dann auch mal runter. Das ist dann auch der Fluss, der dann, also der Garbusige, der dann auch Richtung Kalander geht und innerhalb von Kalander dann zusammen mit dem Eerskopein zum River Teeth wird. Die Gegend rund um Strathyre ist wirklich sehr nett. Ist total schön. Die ganzen bemoosten Bäume sprechen natürlich hier für eine ständige Feuchtigkeit, was auch dazugehört, aber auch nicht immer schön ist, wenn man dann hier wohnt und man muss natürlich dann immer mit nassen Klamotten und Matsch zu tun haben. Also ich war hier auch noch nicht und gucke jetzt einfach mal, wo es da lang geht. Da hoch geht's. Da ist jemand mit einem großen Hund unterwegs. Ich bin ja heute mal nicht mit Hund unterwegs, war davor mit Hund unterwegs, aber ja, Video machen mit Hund ist immer so eine Sache. Ich bin jetzt wieder den anderen Weg umgedreht. Also ich bin jetzt auf den Parallelweg oberhalb auf die Straße hier gegangen und gehe dann da wieder nach unten, weil nach vorne kommt man dann in die Ortschaft Strathyre. Und ja, so viel Ortschaft außer Wohngebiet ist es ja auch nicht. Es gibt eine Hauptstraße, da sind wir ja schon oft durchgefahren. Habt ihr sicherlich auch schon in anderen Videos gesehen. So, ja, jetzt bin ich wieder auf dem Weg, wo ich gerade schon war. Jetzt gehe ich da mal Richtung dieser Sandstein-Kiesbank unten am Fluss. Da wollte ich schon die ganze Zeit mal hin. Nach rechts. Hier drüben ist der Broch. Da hinten das Broch-Café. Und nach links unten, wo auch dieser Rettungsring ist, ist dieser Strand. Perfekter Platz unter einer großen Eiche. Perfekt für warme Sommertage. Oder auch perfekt einfach, um so zu baden. Da kann man ganz bequem reinlaufen. Ich glaube, das ist perfekt. Und da drüben ist die Brücke, über die ich gerade gegangen bin. Hier die Eiche und da vorne ist das Wasser schon ein bisschen wilder, weil auch nicht so tief und mehr Steine. Der Großteil von dem Bach oder von dem Fluss hier ist nicht so tief eigentlich. Man muss sich den Bereich hier so vorstellen, dass das ja wirklich mitten in der Ortschaft ist. Also wir sind hier jetzt nicht auf einem irgendwelchen Seitenbereichen von Strathyre. Das ist schon recht mittig. Hinter uns ist eine Wohngegend, vor uns ist eine Wohngegend. Da drüben ist die Hauptstraße. Und auf der Hauptstraße sind dann auch so diese Geschäfte, kleine Pubs und Restaurants und so, die glaube ich auch ganz gut besucht sind, auch ein paar B&Bs und so. An weniger regnerischen Tagen ist hier alles voll geparkt. Ich gehe jetzt zurück zum Auto. Und dann schaue ich mal auf dem Handy, auf Google Maps, ob ich noch irgendwas Interessantes hier finde, wo in, ich sag mal, in kurzer Fahrnähe ist. Und ja, da fahren wir dann mal hin und schauen einfach mal, was da dann eben ist. Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass der Reifen platt ist von dem Herrn hinter mir im Wohnmobil. Und ja, ich habe einen Platten hier, also wird es nichts mit weiterfahren. Der hat eine Pumpe dabei und pumpt das jetzt auf. Okay,
ein erneutes Reifenproblem. Also der freundliche Herr aus England hat mir jetzt geholfen, den Reifen ein Stück aufzupumpen, aber Druck haben wir nicht wirklich drin. Ich fahre jetzt einfach mit einem halbplatten Reifen wieder zurück und ja, leider geht es nicht an eine andere Stelle. Bin froh, dass der mich darauf aufmerksam gemacht hat und auch eine Pumpe zur Hand hatte in seinem Van. Ich habe leider keine Pumpe dabei. Diesem anderen Van, die Pumpe. Sollte man eigentlich immer dabei haben. Oder zumindest irgendein Notfallspray, um den Reifen wieder aufzupumpen. Habe ich auch nicht dabei. Aber zweiter Reminder, zusätzlich zu den Batterien von vorhin, immer eine Möglichkeit dabei haben, den Reifen wieder aufzupumpen, weil wenn da keine Leute da sind, die einem helfen, ist schon blöd. Aber ich hätte es auch gar nicht gemerkt, muss ich sagen. Ich wäre einfach ins Auto gestiegen und wäre dann losgefahren. Also ich fahre jetzt hier mit 30 Meilen ziemlich langsam, habe die Warnblinkanlage an, dass die Leute überholen können, aber so schnell möchte ich jetzt nicht fahren, ist mir einfach zu gefährlich, falls mir der Reifen abspringt. Da ist wirklich null Druck drin. Also das Fahren fühlt sich jetzt schon ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich noch, dass ich noch daheim wieder ankomme hier. Weil hier auf der Straße dann stehen zu bleiben, das wäre richtig blöd. Das wäre wirklich richtig blöd. Hier ist schon recht viel Verkehr. Und ich habe gar keine Lust, mich jetzt abschleppen zu lassen oder so. Also ich fahre jetzt hier immer noch mit 30 Meilen. Hinter mir hat sich schon eine anständige kleine Schlange gebildet an Autos. Manche überholen, manche nicht. Hier ist es schon gefährlich zu überholen, würde ich sagen. Muss einfach jeder selber wissen. Wenn es hier mal eine Möglichkeit gibt, rechts ranzufahren, dann würde ich da auch rechts ranfahren, um die Leute durchzulassen. Aber mir ist es jetzt einfach zu gefährlich, zu schnell zu fahren. Wenn es mir den Reifen von der Felge haut, ja, das wäre äußerst schlecht. Also ich habe jetzt Kilmarhock erreicht. Hat jetzt schon ein bisschen gedauert, so langsam hier zu fahren. Aber ich fahre noch. Also immerhin. Es ist ein bisschen instabil alles, so vom Gefühl her. Aber ich denke, dass ich es schaffe. Hier von Kilmarhock aus ist es nur noch eine Meile Richtung, ja, oder vielleicht gar nicht ganz eine Meile nach Callander. Ich denke, das geht gut aus. Ich bin gut zu Hause angekommen. Hat alles soweit gepasst, aber den Reifen müssen wir halt erneuern lassen. Ich laufe jetzt anstattdessen nochmal Richtung Wald, Richtung Cracks hoch und nehme euch damit. Ist auch wirklich richtig schön. Also ich bin jetzt hier auf halber Höhe zu den Cracks hoch und ja, hier gibt es ein paar schöne Stellen, die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also es ist jetzt ungefähr 10 Minuten später als gerade eben, muss was zwischendurch erzählen. Ich habe hier gerade einen retired Universitätsprofessor hier getroffen und habe mich sehr gut mit ihm unterhalten. Der war Professor für so Historik. Und wir haben uns sehr gut unterhalten jetzt über zum Beispiel die Cairns vom Marsberg. Da gibt's ein ganz altes Video von mir, das habe ich früher gemacht bei Würzburg. Das sind nämlich auch Cairns, die dort gar nicht existieren dürften eigentlich. Und wir haben uns jetzt gerade das Video zusammen hier angeschaut. Und er hat hier ein paar Kontakte zu Archäologen. Und jetzt hat er gesagt, dass er mich gerne mal mit dem bekannt machen würde, mit dem Archäologieprofessor, der hier gerade die Ausgrabungen an Fort Dunmore macht. Fort Dunmore, das ist dieses römische Fort. Da habe ich schon mal ein Video gemacht und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, bei diesen Ausgrabungen mal dabei zu sein. Das wäre schon ziemlich cool, vielleicht auch mal ein Video zu machen. Also, ja, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, total nett. Und man muss einfach nur in den Wald gehen, um die richtigen Leute zu treffen, ist da die Message. Ja, was ich hier eigentlich zeigen wollte, das ist hier so der Bereich hier. Das ist total schön und hier ist eine Feuerstelle, so eine Lagerfeuerstelle hier hinten drin. Und ich glaube nicht, dass die im Sommer gut zu nutzen ist,
Aber im Winter ist es hier auf jeden Fall interessant. Es ist einfach ein sehr schöner Bereich hier. Und ich werde jetzt auch mal hier den Weg hochlaufen. In die gleiche Richtung, wo der Herr Professor hingelaufen ist, der hier jetzt seinen Abendspaziergang macht, um sich fit zu halten. Finde ich sehr gut. Ich denke, dass der auch schon so Mitte 70 oder so war. Mitte 70, Mitte Ende 70 vielleicht. Wer weiß. Aber ja, man trifft sich wieder, man kann sich austauschen. Also sehr gut auf jeden Fall. Hat mich jetzt sehr gefreut. Ja, in dem Bereich hier war ich auch schon mal. Und hier ist ganz interessant, dass da hinten so versteckte Lagerfeuerstellen sind, die natürlich nicht mehr versteckt sind, wenn ich die jetzt gefilmt habe. Dann müssen sie es halt besser verstecken, dass ich es nicht finde. Hier nämlich. Da tun sich zwei sehr schöne Lager auf. Ist wahrscheinlich schon ein Stückchen her, wann das letzte Mal benutzt wurde. Sieht keine aktuellen Spuren oder so. Aber es ist natürlich echt ein schöner Platz. Hier geht es die Klippen runter nach Kalander. Da hinten ist nochmal so ein kleineres Lager. Und der Boden hier ist sehr, sehr weich. Hier. Seht ihr das? Vielleicht komme ich hier mal im Winter her und mache da auch mal ein Lagerfeuer. Oder vielleicht treffe ich hier jemanden, der gerade ein Lagerfeuer macht. Muss man hier ein bisschen auf den Weg schauen. Es ist sehr angenehm hausen. Die Jacke ist fast ein bisschen zu warm. Jetzt regnet es ja nicht. Es ist wirklich sehr schön hausen. Auch keine Mitches. Total gut. Davon sind wir sowieso ziemlich verschont bisher. Aber gut. Will mich darüber nicht beschweren. Hier scheint gerade schön die Sonne rein. Oft ist das hier alles sehr düster. Und ja, das sind so ein paar schöne kleine Hügel mit großen Steinen. Und auch wieder potenziellen schönen Lagern. Und in die Richtung, das ist hauptsächlich Holzwirtschaft. Da ist auch ein Zaun dazwischen, da kommt man gar nicht rüber so einfach. Oben dann, wenn man ganz hoch geht zu den Cracks, da ist dann ein Tor, wo man auf den Bereich drauf kann. Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, ganz hoch zu gehen. Mal schauen, wie weit mich die Füße jetzt tragen. Hier geht es dann über eine kleine Brücke und Richtung Cracks hoch. Was jetzt hier recht kurz aussieht, zieht sich schon ziemlich hin. Der Aufstieg, der ist gar nicht so unanstrengend. Ich bin zwar jetzt nicht in Topform, aber auch nicht in schlechter Form. Und ich merke das schon immer ziemlich. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht hier hoch. Ist wirklich sehr schön, aber es geht halt ständig steil bergauf. Aber wenn man das gemacht hat, dann fühlt man sich danach umso besser. Gerade den Herrn Professor nochmal getroffen. Der geht jetzt schnell heim, weil seine Frau Essen macht und man sollte niemals zu spät zum Essen kommen, hat er mir gesagt. Da hat er recht. Hier hat man nochmal einen schönen Ausblick Richtung Stirling. Man wird es hier nicht sehen können, aber ich sehe hier Stirling Castle zumindest. Und was auch noch zu sehen ist hier Cambusmore Estate
wo immer die Outlander-Drehorte sind. Von strömendem Regen zu strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Erstaunlich, ist total warm. Ich habe gerade eine wunderbare Entdeckung gemacht. Heidelbeeren, die sind auch noch reif. Ich gehe ein bisschen vom Weg weg und hoffe, dass da kein Hund drauf gemacht hat. Aber falls es so ist, nehme ich das einfach in Kauf, das Risiko. Was ja eigentlich gar kein Risiko ist. Heidelbeeren. Ha. Herrlich, alles voll mit Heidelbeeren. Kleine wilde Heidelbeeren. Muss ich jetzt wohl noch ein bisschen essen. Jetzt bin ich oben angekommen. Und es ist wieder mal ein unglaublich schöner Blick hier. Hinten, unten, noch Wennacher. Kalander. Und da drüben dann in der Ferne Stirling. Von hier aus kann man sogar die Brücken von Edinburgh sehen. Ich sehe hier das Wallace Memorial, Stirling Castle. Ja, ist vielleicht ein bisschen klein, ich kann es hier nicht anzoomen. Da drüben der Hügel Ben Gulipen, da waren wir ja mal oben. Hier, es geht ein leichter Wind und es ist immer sehr gut, wenn hier ein Wind geht, weil hier der ganze Bereich, ja, ist alles so ein Moorbereich und da sind halt einfach mehr Insekten da. Bei Wind sind sie halt eben nicht da oder weniger. Ich sitze jetzt hier noch mal eine Zeit lang rum und rufe auch mal die Corinna an, sage, dass ich hier oben bin, weil die weiß das gar nicht, wusste ich selber nicht, als ich losgegangen bin, und dann mache ich mich wieder auf den Weg nach unten. Also ich sitze jetzt ja hier schon eine kleine Weile und ich muss sagen, mir geht's richtig gut gerade. Ja, es war sehr anstrengend wieder, kurzzeitig anstrengend, aber danach werden Endorphine ausgeschüttet und der Ausblick, es ist einfach alles wert. Es ist so schön hier oben. Und ja, ich wurde gerade von einem Mitch gebissen. Einer, allein. Hab den mal ein bisschen beobachtet, was er auf der Haut so macht. Und die sind ja wirklich nur ganz klein und dann hat er sich da so einen Punkt ausgesucht und hat richtig reingebissen und das zwickt dann schon ganz schön, obwohl das Ding bloß so 2 mm oder so groß ist. Und das Fresswerkzeug von denen, das ist ja nur vielleicht nicht mal einen halben Millimeter. Also erstaunlich. Und wenn die dann halt zu 1000 kommen, Tausenden, dann wird es echt unangenehm. Aber ja, nix. Eigentlich keine Probleme, wenn einer mal kommt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ja, ich denke für heute reicht's. Ich werde mich bald auf den Weg machen. Ein paar Minuten muss ich hier noch genießen. Der Wind ist gerade sehr angenehm, Temperatur ist angenehm und so mit der Sonne im Rücken und ja, den Überblick so zu haben, hier die Aussicht zu haben, sehr angenehm gerade, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr das Video bis hierher angeschaut habt. Danke für alle Kommentare, danke für jedes Like. Falls ihr das Video noch nicht geliked habt, bitte Daumen nach oben geben. Ja, war heute ein bisschen anders Video, ein bisschen anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Eigentlich habe ich gar nicht viel geplant, aber nur so grob, aber auch da war es komplett anders, ist ja egal. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich freue mich über jedes Abo, ich freue mich über die konstruktiven Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Genau, eine kleine Ansage noch, ganz wichtig. Wir planen übernächste Woche nach Deutschland zu fahren. Was heißt, dass ja, da werde ich ein Video machen, aber es wird eine kleine Sommerpause geben von den Videos. Und ich kann da auf jeden Fall ein paar Wochen lang keine Schottland-Videos machen. Vielleicht mache ich was aus Deutschland, aber ich glaube, das interessiert euch vielleicht gar nicht. Ich guck mal, was ich mache. Also, denkt dran, Sommerpause, nicht traurig sein, wenn mal kein Video kommt. Danach geht's weiter in den Herbst rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.